Hi, mein Name ist Greta, ich bin Campus-Spezialistin der Uni Potsdam und heute zeige ich euch den Campus Griebnitzsee. Der Campus Griebnitzsee der Universität Potsdam befindet sich direkt neben der Bahnstrecke von Potsdam nach Berlin. Einige Gebäude stammen aus dem Ende des 19. Jahrhunderts und dienten damals als Hauptlager des Deutschen Roten Kreuzes, auch unter den Nationalsozialisten. Nach 1945 war der Gebäudekomplex für kurze Zeit der Sitz der sowjetischen Militäradministration in Deutschland. Ab 1952 nutzte die Akademie für Rechts- und Staatswissenschaft der DDR die Räumlichkeiten. Die Gebäude sind mittlerweile zum Teil denkmalgeschützt und dienen seit 1991 der juristischen, der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät sowie der Digital Engineering Fakultät, die aus dem Hasso-Plattner-Institut hervorgeht. Ich stehe direkt neben dem Bahnhof Griebnitzsee an Haus 1. In diesem Haus befindet sich unter anderem Mensa des Campus Griebnitzsee, das ZIM, also das Zentrum für Informationstechnologien und Medienmanagement, ein paar Hörsäle und Seminarräume sowie die juristische Fakultät. I think I can see our flowers grow. Greta, time is passing, but it feels so slow. Gegenüber vom Haupteingang von Haus 1 geht es zum HPI Campus 2, zur School of Design Thinking und zur HPI Academy. In Haus 4 befindet sich das Institut für Informatik und Computational Science. I want to know when this is over. I was never grass. In Haus 5 findet ihr die Bereichsbibliothek Babelsberg. Hier findet ihr den Bestand für Informatik, Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft, Soziologie, Verwaltungswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Fachzeitschriften und Tageszeitungen. Auf dem Campus Griebnitzsee gibt es außerdem Studentenwohnheime, auf deren Zimmer ihr euch beim Studentenwerk Potsdam bewerben könnt. Hier seht ihr Haus 7, in dem die zentrale wissenschaftliche Einrichtung für Gründung, Innovation, Wissens- und Technologietransfer, das Joint Lab Wireless and Embedded System Design, das Kommunikationswissenschaftliche Institut, die Universitätsgesellschaft Potsdam e.V. sowie die UP Transfer GmbH vertreten sind. Das hier ist der Eingang von Haus 6. Hier befindet sich das Café Bohne, falls ihr nachmittags mal einen Kaffee trinken wollt. Das CESCO, also das Zentrum für Sprachen- und Schlüsselkompetenzen, sowie Seminarräume und Hörsäle. In Haus 2 findet ihr sowohl den Unishop als auch die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät. When I can go.